Also, vielen Dank, Herr Hübner, für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie alle da sind, sich für das Thema interessieren. Ja, ich bin ganz normal Kassenarzt in einer ganz gewöhnlichen Kinder- und Jugendarztpraxis in Reutlingen. Und da interessiere ich mich für Phänomene, die sozusagen breit möglichst viele Kinder betreffen. Und wie geht man damit um? Also jetzt nicht so ganz seltene, einzelne, spezifische Krankheiten, die nur wenige betreffen, sondern breite Phänomene. Und da ist der Umgang mit Medien und was macht das mit den Kindern, was machen die Kinder mit den Medien, das ist eins von diesen Phänomenen. Und insofern habe ich so seit ungefähr 3, 4 Jahren mich zunehmend mit diesem Thema beschäftigt, was eben jetzt auch dazu führt, dass ich unter anderem hier stehe und einen Vortrag dazu halte. Ich mache das sonst auch vor Eltern in Kindergärten, also überall da, wo man mich fragt, wo es nicht zu weit weg ist, da komme ich dann hin. Ja, wenn man sich über die Wechselwirkung zwischen Kindern und Medien Gedanken macht, dann muss man Kinder verstehen, man muss Medien verstehen. Und ganz wichtig am Anfang ist vielleicht auch, dass man ein klein bisschen das Verstehen versteht. Und damit fange ich jetzt gleich an. Wer von Ihnen kennt dieses Bild? Der sagt jetzt bitte mal nichts, sondern legt mal einfach nur seine Hand auf den Kopf. Okay, das sind ein paar Leute, nicht so die Mehrheit. Die anderen mögen jetzt einmal überlegen, ob sie erkennen können, was sie dort sehen. Was ist das? Ja, Moment, nicht laut sagen. Nur diejenigen, die glauben, dass sie wissen, was das ist, die legen mal ihre Hand auf den Kopf und sagen einfach mal nichts. Okay. Frage an die, die es schon kennen. Erinnern Sie sich einfach mal daran, etwas, was wir jetzt mit den anderen machen, die es noch nicht kennen, wie das erste Mal war, als Sie das gesehen haben und das erste Mal erkannt haben. Also sozusagen die Frage, die man ja auch ganz allgemein stellen kann, wann haben Sie zum letzten Mal das erste Mal etwas erkannt, etwas Neues? Ja? Und diejenigen, die das jetzt nicht kennen, die probieren das mal hier. Schauen Sie sich das an. Was sehen Sie da zunächst? Einfach Flecken, würde ich meinen, oder? Ja, Flecken. Okay, diejenigen, die es noch nicht erkannt haben, die Schnauze. Wir hören Schnauze. Sagt Ihnen das was? Jetzt machen wir nochmal Hände auf den Kopf und jetzt würde mich mal interessieren, wie viele Hände gehen bei dem Wort Schnauze neu auf den Kopf? Ja. Sieht jeder die Schnauze oder nicht? Einfach mal schauen. Nee? Okay, also wenn wir uns jetzt mal die Schnauze zeigen lassen, würde mich jetzt interessieren, was, also wie viele dann sozusagen das ganze Ding erkennen plötzlich. Ich zeige mal drauf. Schnauze, da. Und? Sagt Ihnen das was, wenn man das sieht so? Einfach mal Schnauze denkt und mal da so hinguckt. Da. Ja. Ich gebe mal noch einen Tipp. Also Schnauze bedeutet ja, eine Schnauze ist in der Regel an einem Tier vorne dran, oder? Ja. Ja. Also das heißt, wir müssen irgendwie nach einem Tier suchen. Sehen diejenigen von Ihnen, die die Schnauze sehen, auch das Hinterbein vom Tier? Nee. So das linke Hinterbein oder das rechte oder das linke Vorderbein. Das ist besser zu erkennen. Sehen Sie es? Machen wir nochmal den Test. Wer hat es erkannt jetzt? Ja, jetzt ist schon jetzt langsam die Mehrheit. Gut. Ich zeige Ihnen mal das linke Ohr. Sehen es noch mehr Leute? War das ein hilfreicher Tipp? Okay, ich zeige Ihnen mal, wo die Schulter ist. Schauen Sie mal hier. Ja, also Schulter bei einem Hund. Ich nenne jetzt Hund, ja.
Das ist ja hinten auf dem Rücken, also da, wo die Vorderbeine sozusagen, die Schulterblätter von den Vorderbeinen, die gehen so am Rücken lang, nicht? Und das macht dann meistens so ein bisschen so einen Knick hier am Rücken. Und dann haben wir hier irgendwie Hinterbeine, nicht? Also wenn ich jetzt so nah dran bin, kann ich es ganz schwer nur erkennen, aber so ein bisschen von weiter weg geht das besser. Ja, es ist nicht so gut zu sehen alles, ne? Aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Okay. Jetzt nochmal, wer hat es noch nicht gesehen, noch nicht erkannt? Ja, das sind jetzt noch wenige, ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ja? Okay. Was zeigt uns das? Was wir jetzt gemacht haben, ist ein Prozess des Urteilens. Wir haben Begriffe, die legen wir über etwas, was wir wahrnehmen in der Welt. Und wir prüfen, passt das zu dem Wahrgenommenen oder nicht. Ja, diejenigen, die jetzt das noch nicht erkennen, die werden wahrscheinlich suchen, so, was könnte denn da passen? Ja, und dann probieren sie verschiedene Dinge aus, legen das sozusagen auf das Wahrgenommene drauf und plötzlich merkt man, das Wahrgenommene nimmt es an. Und dann haben wir ein Urteil gefällt, welches von der Wahrnehmung aus bestimmt wird. Man kann das auch anders machen, man kann Vorurteile fällen, die sind dann mehr so von uns bestimmt, da sind wir ein bisschen zu schnell vielleicht, dann merken wir, das passt nur teilweise, vielleicht aber auch nicht so richtig ganz. Und jetzt ist das Interessante, prüfen Sie mal, diejenigen, die das jetzt zum ersten Mal gesehen haben, wenn Sie dieses Urteil gefällt haben, dann gucken Sie nochmal hin und überlegen Sie mal, ist das Bild jetzt noch dasselbe wie vorher? Können Sie eigentlich dieses Urteil wieder wegnehmen und das so sehen wie vorher? Geht das noch? Jeder möge die Frage für sich selber beantworten. Ich komme darauf zurück gleich. So. Ja, und jetzt gibt es Bilder. Da passen mehrere Urteile, oder? Die sind so konstruiert. Das ist ganz lustig. Wer kann mir mindestens ein Tier nennen, was damit gemeint ist? Der lege seine Hand auf den Kopf. Okay, wieder runter. Wer kann mir zwei Tiere nennen, die da gemeint sind? Welche zwei? Jetzt bitte ich um Wortmeldungen. Welches haben Sie gesehen? Hase und Ente. Sieht das jeder? Hase und Ente? Ja. Wo ist der Hase? Genau. Okay. Ja. Jetzt probieren Sie mal Hase und Ente gleichzeitig zu sehen. Geht das? Ja? Ist ganz schön schwer, nicht? Also wir können es irgendwie so nacheinander sehen, sehr schnell. Gleichzeitig, das ist für Fortgeschrittene, ne? Wahrnehmung für Fortgeschrittene. Ja? Es gibt noch andere lustige Sachen. Zum Beispiel das. Die wesentliche Lehre hier ist, man beachte den Bildausschnitt. Ja, das ist nur deswegen lustig, weil der Bildausschnitt geschickt gewählt ist. Ja, und was ist das Ganze? Natürlich das. Ist doch klar. Ja? Gut, nehmen wir ein anderes Beispiel. In unserer quadratisch geprägten Lego-Welt werden wir hier wahrscheinlich etwas Dreidimensionales sehen, oder? Geht es jemandem anders? Die einzige Frage, die interessant ist, sehen wir das Ding von oben oder von unten? Ja, gucken wir von oben drauf oder von unten? Ja. Gut. Ja, so schräg von der Seite, aber es gibt zwei Möglichkeiten, also entweder von oben oder von unten. Ne? Wenn wir das Ding jetzt uns vorstellen als durchsichtige Gitterstäbe zum Beispiel,
Dann können wir entweder von oben drauf gucken oder von unten. Geht beides. Und interessanterweise ist das ja nicht dreidimensional, das ist ja zweidimensional, nicht? Also das heißt, wir bringen etwas hinzu, was gar nicht da drin ist. Und jetzt probieren Sie das Ganze mal zweidimensional zu sehen. Was sehen Sie denn da? Da sehen Sie irgendwie Dreiecke, Vierecke, oder? Ja. Ja? Das hier ist einfacher, zweidimensional zu sehen und auch völlig ohne irgendwelche rechten Winkel, nicht, oder? Aber nach dem Bild von eben, seien Sie mal ehrlich, man könnte das auch dreidimensional sehen, sogar das. Das ist jetzt halt eine geschickte Perspektive, nicht? Da ist die vordere, obere Ecke genau über der unteren, hinteren Ecke. Sehen Sie das? Ja. Nee, stellen Sie sich mal vor, stellen Sie sich mal vor, das sei ein Würfel. Wie würden Sie den sehen? Ja. Ja. Hat es jeder gesehen? Mhm, genau. Auch da, das ist natürlich kein Würfel, nicht? Sondern das ist ein drei gleichseitige Dreiecke zusammen, die ein Sechseck ergeben. Ne? Ja, aber gerade wenn wir so ein bisschen geprägt sind mit dem Bild, was wir vorher gesehen haben, nicht? Und wir gucken dann so ein Bild, dann sehen wir das eben auch als Würfel. Können wir, haben wir gelernt. Ja? Oder das hier. Da haben wir so merkwürdige Kreise mit so Mustern drauf, nicht? Oder? Ja. Die liegen jetzt zufällig so zusammen, dass wir dann natürlich auch einen Würfel sehen. Ja, ja, jetzt komme ich nochmal auf das zurück. Also diejenigen von denen, die das erkannt haben, kann man das noch irgendwie anders sehen? Geht das noch? Einfach ohne, dass man das reinguckt, was man schon mal erkannt hat? Ich würde meinen, so einfach ist es nicht. Also nicht so, wie bevor man es erkannt hat, oder? Ja. Genau, das ist wichtig, dass wir das einmal realisieren, wie sozusagen Urteilen funktioniert. Ja, wir nehmen Begrifflichkeiten, die wir gelernt haben, und wenden sie auf Wahrzunehmendes an und strukturieren das damit. Das ist ein Weg, wie wir zu Erkenntnissen kommen in der Welt. Und jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir eigentlich zu den Begrifflichkeiten? Die wir uns erwerben, damit wir sie auf Wahrzunehmendes anwenden können. Und Sie sehen schon, jetzt habe ich hier kein Bild, weil jetzt müssen wir mal ein Bild innerlich machen, was streng genommen auch gar nicht mehr ein Bild ist, sondern das ist ein kleines Gedankenkunstwerk. Nehmen wir eine ganz normale, geläufige Definition aus der Geometrie. Da haben wir mal gelernt in der Schule, ein Kreis ist der geometrische Ort aller Punkte, die gleich weit von einem Mittelpunkt entfernt sind. Oder? Kennen Sie? Lernt man so als Definition, nicht? Und dann wendet man die Definition an und so weiter. Aber jetzt versuchen Sie es sich nochmal vorzustellen. Ein Punkt, vielleicht in der Mitte Ihres Kopfes. Ein Punkt ist nicht etwas, was man mit einem spitzen Bleistift auf ein Papier zeichnen könnte, selbst wenn man ihn noch so anspitzt, sondern da hat man immer einen Fleck. Ein Punkt bedeutet, das ist unendlich klein. Stellen Sie sich vor, einen unendlich kleinen Punkt in der Mitte Ihres Kopfes, und jetzt stellen Sie sich einen Kreis vor um Ihren Kopf herum. Und alle Punkte auf diesem Kreis sind gleich weit von dem Mittelpunkt entfernt, der in der Mitte Ihres Kopfes sich befindet. Auch den Kreis können Sie nicht auf eine Tafel zeichnen. Ja? Das ist im strengen Sinne des Wortes nicht möglich. Ja? Weil Sie haben ja lauter Punkte, die sind alle wieder unendlich klein. Also das ist eigentlich etwas Gedankliches, was man nicht sehen kann. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben diesen Punkt in der Mitte Ihres Kopfes und den Kreis drumherum. Und jetzt lassen Sie mal den Kreis immer größer werden, immer weiter in die Welt hinaus wandern, ins Weltall,
größer wie bis zur Sonne geht, größer wie bis zu den nächsten Sternen, unendlich weit. Wann ist er unendlich weit? Streng genommen dann, wenn dieser Kreis zu einer Gerade geworden ist, die um ihren Kopf herumgeht. Weil vorher ist es nicht unendlich. Solange dieser Kreis noch krumm ist, ist er nicht unendlich weit. Okay, machen Sie Ihre Augen wieder auf. Ja, da haben wir jetzt Folgendes gemacht. Wir haben verschiedene Begriffe, die eigentlich alle nur denkbar sind. Wir haben Punkt, wir haben Mitte, wir haben Unendlichkeit, unendlich groß, unendlich klein. Wir haben Abstand und wir haben Gleichheit. Das sind alles Dinge, die kann man nicht sehen in der Welt. Die kann man nur denken. Und das könnte man einem kleinen Kind erklären, wenn es uns fragt, was ist ein Kreis? Dann sagt man, ja, guck mal hier, der Teller da, der ist kreisrund, das ist ein Kreis. Ja? Und jetzt ist aber die Frage, was passiert da? Lernt das Kind auf dem Weg, das, was Kreis ist, aus den vielen Tellern, die es gesehen hat und den vielen Tassen irgendwie abzuleiten? Also immer wenn es etwas Gleichartiges sieht oder etwas Gleichförmiges sieht, dann irgendwann abstrahieren sich die Begriffe. Ich würde mal behaupten, nein, das macht das Kind nicht. Sondern das Kind macht unbewusst, ohne dass es darüber nachdenkt und das beobachtet, was wir gerade tun, dass es sich irgendwie vielleicht etwas verschwommener, wie wir das gerade gemacht haben, den Kreis zunächst mal denkt und dann anwendet auf die Teller und die Tassen und so weiter und damit die Wahrnehmungen strukturiert, genauso wie wir das hier gerade auch gemacht haben. Und die gedankliche Schärfe dabei, die wird, bis man stirbt, immer größer. Hoffentlich. Ja? Und jetzt kann man ja Kreis auch verschieden definieren. Man könnte auch sagen, ja, ein Kreis ist eine Linie, die in sich zurückläuft. Das ist nicht falsch, aber das tut sozusagen den Kreis nicht so ganz erschöpfen. Nicht? Also diese Definition ist nicht geschickt. Und insofern würde ich sagen, eine Definition ist eigentlich immer so etwas wie eine Denkschablone für begriffliche Zusammenhänge. Und wenn wir mal drüber nachdenken, ein Begriff ist immer etwas, wenn wir ihn definieren, den wir in Zusammenhang mit anderen Begriffen bringen müssen. Es ist nie etwas, was irgendwie so alleine in der Denklandschaft drin rumsteht. Ja? Und deswegen ist Denken etwas, was wir nicht ganz willkürlich machen können. Wir müssen es aktiv tun, sonst nehmen wir nicht wahr, wie sich die Begriffe selber denn so zusammenschließen, dass sie einen Sinn ergeben. Und das ist so etwas, was ich mal nicht ein Urteil, sondern ein Evidenzerlebnis nennen möchte, was wir dabei haben manchmal. Und ich glaube, die meisten Evidenzerlebnisse, die wir so haben, die sind jetzt nicht ganz voll bewusst. Also wir haben das Denken in der Regel nicht so beobachtet, aber ich glaube, sie sind trotzdem da. So, jetzt mache ich, weil ich hier ja vor angehenden Lehrern spreche, einen kurzen Ausflug in die, also stell mal ein paar Bücher vor. Das hier ist die Philosophie der Freiheit. Das Wesentliche, was ich jetzt erklärt habe, werden Sie darin finden. Und ich lege es jedem ans Herz. Also mir hat es, glaube ich, für meine Medizintätigkeit am meisten geholfen. Ich glaube, auch für die Lehrertätigkeit hilft es ungeheuer viel, wenn Sie da einfach selber dran üben. Ich möchte zwei Bücher vorstellen, die mich auch begeistert haben. Ludwig Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Insbesondere für naturwissenschaftliche Lehrer möchte ich das empfehlen. Und das Nachfolgebuch von einem anderen Wissenschaftshistoriker, die strukturwissenschaftliche Revolution. Dem geht es um diese Hase- und Ente-Bilder in der Wissenschaftsgeschichte. Ja, also wie sieht die wissenschaftliche Welt aus vor der Entdeckung des Sauerstoffs und nach der Entdeckung des Sauerstoffs? Wie sieht die wissenschaftliche Welt aus vor der Relativitätstheorie und danach? Das ist quasi im menschheitlichen Sinne so etwas wie das Hase- und Igel-Bild. Hochinteressant. Ist da im Detail beschrieben, wie sozusagen dieser Wandel ging. Ja, und denn für diejenigen, die sich für Medien interessieren, man könnte jetzt noch jede Menge andere Bücher empfehlen, natürlich, empfehle ich das medienpädagogische Buch, dem ich am meisten verdanke für meine eigene Meinungsbildung zu dem, was Medien sind. Und das Autor sitzt hier, Herr Hübner. Vielen Dank für dieses tolle Buch, wirklich. Ich habe einige gelesen, ich habe keins gefunden, was also die Phänomene so scharf beschreibt und mit so guten
Beobachtungsaufgaben so phänomenologisch und mit einem so großen geschichtlichen Ausblick sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft. Ja, gehen wir wieder zurück ins praktische Schulleben. Wer mag das mal vorlesen gerade? Hier. Ja, Sie. Laut, stehen Sie mal auf, laut. Gemäß einer Studie ist es nicht wichtig, in welcher Reihenfolge oder Reihenfolge die Buchstaben in einem Wort sind. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass der erste und der letzte Buchstabe an der richtigen Position stehen. Das ist so, weil wir nicht jeden Buchstaben einzeln lesen, sondern das Wort als Gesamtes. Ja, vielen Dank. Wenn Sie das einem Zweitklässler zeigen, würden Sie glauben, dass der das auch kann? Ja, Sie merken schon, also da gehört viel Übung dazu, dass das so geht. Also dass wir sozusagen auf ganz viel sensorische Korrektheit verzichten können und das einfach so locker lesen können, so einen Text. So interessant. Ja? Jetzt müsste man wirklich mal eine Studie machen, die nicht nur an Erwachsene herangeht, die das sozusagen können, sondern dass man mal guckt, ab wann eigentlich in einer Lesebiografie können Jugendliche und Kinder das. Die Studie kenne ich jetzt leider nicht. Ja? Wäre mal eine interessante Frage. Auf jeden Fall wichtig ist an der Stelle, dass wir uns merken, wir können nicht von uns auf andere schließen und schon gar nicht von uns auf kleine Kinder, die sozusagen die Welterfahrung erst noch vor sich haben, die sozusagen sich gerade in die Welt einleben. Ganz wichtig. Ja? Ja, Sie sind hergekommen zu einem Live-Vortrag, finde ich gut. Ja, hier, da wird gefilmt, das steht dann hinterher auf YouTube. Da ist also nur so ein Bruchteil von dem noch so mitzukriegen, was Sie jetzt hier bekommen. Und hier sehen Sie das beste soziale Netzwerk, was immer gemacht wurde. Also in vollem 3D, mit besserer Auflösung wie jeder andere technische Gimmick, was also so erfunden wurde bisher, ohne Latenz. Ja, wenn Sie mal an einer Videokonferenz teilgenommen haben, dann wissen Sie, was ich mit Latenz meine. Ja? Wir haben volle 3D-Audio. Also das heißt, nicht mal irgendwo ein Lautsprecher. Ja? Ich spreche live, direkt zu Ihnen. Eine bessere Qualität gibt es nicht. Und wenn man jetzt sozusagen sich interessiert für Musik und für Hi-Fi, dann weiß man, welchen technischen Aufwand man treiben muss, um also ein Konzert zu ersetzen irgendwie, was also vielleicht live im Konzertsaal erlebt werden kann. Ja, hohes Engagement von Ihrer Seite ist mit inbegriffen hier. Das ist, wenn Sie einen Film gucken, so nicht. Wenn ich mich jetzt heute Morgen nicht gewaschen hätte, dann würden Sie sogar mich riechen können. Und das ist von der Ausrüstung her eigentlich billig, ja, so ein Tisch. Ist wirklich günstig. Aber unten kommt das Kleingedruckte, das lese ich mal vor. Might require that some of the participants actually get out of their home. Es ist nicht bequem, sie müssen herkommen. Ja? Aber dennoch, Videokonferenzen funktionieren gut, am allerbesten dann, wenn man sich schon kennt. Ja, denn das ist also so wie mit dem Text, ja, dann kann man sozusagen auf die ganze Qualität verzichten ein bisschen. Also, das heißt, in der echten Welt, da können wir am allerbesten kreativ sein. Und ich möchte jetzt hier mal so nebenbei einen kleinen Turm aufbauen, den ich der Frau Bleckmann verdanke. Der Turm der Medienmündigkeit, so hat sie das genannt. Und da ist die Basis, ist die sensomotorische Integration. Das werde ich jetzt so in der nächsten Zeit erklären, was ich damit meine, wenn es um die Entwicklung kleiner Kinder geht. Und da ist ganz wichtig, dass wenn wir Kinder einfach in ihrer Entwicklung beobachten, dass
Wir wissen, je kleiner sie sind, desto einfacher sollte ihr Spielzeug sein. Und desto vielseitiger verwendbar und desto freilassender. Was für ein Kindergarten ist das da? Unschwer zu erkennen. Ja, es gibt keinen Kindergarten, wo dieses Prinzip irgendwie so gründlich und so richtig gefühlt irgendwie verwirklicht ist. Ja? Was passiert da? Die haben die ganz normale Mobiliar und da machen die irgendwas damit. Im Hintergrund, da sitzen irgendwie Erzieherinnen, die machen auch irgendwas, arbeiten irgendwas da hinten, sind ansonsten nicht wesentlich dabei. Ja, sie tun sozusagen ihre seelische Aura so über den Raum schweben lassen und kriegen es sehr wohl mit, wenn also irgendwo es zu Konflikten kommt, wo sie denn eingreifen müssen. Ansonsten sind aber die Kinder sich selber überlassen und bauen da irgendwas. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das wird. Ja, vielleicht wird es ein Lastwagen, wo denn hinterher alle oben draufstehen und irgendwie durch die Wüste fahren. Ja, oder es wird ein Schiff oder es wird ein Haus mit verschiedenen Stockwerken. Das Ganze ist übrigens gefährlich. Ja? Sie sehen hier, das kann rutschen. Hier, und da ist irgendwas mit einem Bändel zusammengebunden hier. Also, und die balancieren da oben drauf. Nicht? Da kann es durchaus mal sein, dass ein Kind da runterkracht, wenn es nicht aufpasst. Aber eben genau das muss es ja lernen. Ja, Menschsein ist gefährlich. Schon allein, wenn ich auf zwei Beinen stehe, mein Gott, ich könnte jederzeit umfallen. Und die Fallhöhe, je größer ich werde, ist umso höher. Nicht? Also am besten lernen Kinder das, solange sie klein sind. Ja? Also ein gutes Kinderspielzeug bestehe zu 90% aus Kind und zu 10% aus Zeug. Das heißt, je kleiner das Kind ist, desto weniger Zeug. Ja? Und da wird miteinander verhandelt, da wird kommuniziert, da kriegen die Kinder eigene Ideen und sie nehmen sozusagen aus ihrer Fantasie heraus Dinge, die sie auf die Welt anwenden. Und das ist so richtig urmenschlich und eine Grundkompetenz, die man sozusagen im erfolgreichen Erwachsenenleben eigentlich ständig braucht. Ja? Deswegen, wenn jetzt Kinder- und Jugendärzte in die Politik gehen, dann wählen sie zum Beispiel diesen Slogan hier, das ist ein Kollege aus Kirchheim-Tech. Unser Ziel muss sein, dass jedes Kind seins erreichen kann. Finde ich genial. Also nicht wir sind diejenigen, die den Kindern die Ziele vorzugeben haben, sondern wir müssen irgendwie dafür gucken, dass die Kinder ihre eigenen Ziele erreichen. Und das sind Ziele, die kommen aus der Zukunft, nicht aus unserer Vergangenheit, die wir sozusagen in die Zukunft extrapolieren. Und dabei gibt es noch eine Sache, die man beachten muss. Das klingt zwar irgendwie genial, aber so richtig einfach ist auch nicht. Das ist richtig, richtig kompliziert, sich so zu verhalten, dass man den Kindern sozusagen diesen Raum lässt. Das ist anspruchsvoll. Nicht? Und wie oft wird im Alltag dagegen verstoßen? Und dann gibt es noch so eine Sache dabei. Die Kinder, die haben ja kurzfristige Ziele und sie haben langfristige Ziele. Nicht? Und die kurzfristigen Ziele ist zum Beispiel Cola jeden Morgen zum Frühstück. Ich weiß aber, das ist nicht so gut langfristig, deswegen mache ich das nicht. Steht nicht auf dem Frühstückstisch, sondern da stehen eben Sachen, wo ich glaube, dass die irgendwie dem Kind langfristiger dienen. Also insofern hat Erziehen, ganz bei Kleinkindern, auch immer ein bisschen was mit Bewahren zu tun, ja? Also vor den kurzfristigen Wünschen, die Kinder so haben können. Und damit hat auch die Vorbildrolle, die wir als Erwachsene den Kindern gegenüber einnehmen, etwas zu tun. Und wenn dann die Kinder älter werden, dann hoffen wir, dass sie irgendwann mündig werden. Und Mündigkeit, das ist so ein Begriff, der kommt so ganz früher aus dem Betreuungsrecht. Früher war das mal so, dass übrigens nur die Söhne mit Gründung eines eigenen Hausstands ab 21 mündig wurden. Heute haben wir diesen Begriff immer noch in der Strafmündigkeit, in der Verkehrsmündigkeit, in der Geschäftsmündigkeit und so weiter. Das ist ein juristischer Begriff und es ist ein geschichtsphilosophischer Begriff seit Kant. In seinem Aufsatz, was ist Aufklärung, da wird der eingeführt, wo er sagte, Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, vage zu wissen, sapere aude. Ja. Ein Absatz. Also ein sehr interessanter Aufsatz, möchte ich auch jedem ans Herz legen, kann man frei im Internet runterladen. Einfach mal angucken. In der Waldorfpädagogik haben wir noch ein zweites Ziel. Also wir wollen nicht nur zur Mündigkeit erziehen, sondern wir wollen auch dazu beitragen, dass
das Kind sozusagen etwas gesünder aus der Schule wieder rauskommt, wie es vorher reingegangen ist. Das ist so ein richtig spezifisch waldorfpädagogisches Ziel. Und als Kinder- und Jugendarzt bin ich da total begeistert. Würde ich sagen, ja, das ist genau so, muss es sein eigentlich. Und jetzt ist die Frage, was gehört da eigentlich dazu, dass man gesund wird? Da gehört zunächst mal dazu, dass wir ein gutes Kohärenzgefühl haben. Das ist so ein Begriff aus der Salutogenese. Und Kohärenzgefühl, also dass ich mich sozusagen im Zusammenhang mit der Welt fühle, dass ich die Welt verstehe, das ist da zunächst mal wichtig. Und dann aber auch, dass ich die Welt handhaben kann und mein eigenes Leben handhaben kann. Also dass ich sozusagen sie nicht nur verstehe, indem ich sie erleide, sondern dass ich auch aktiv etwas tun kann. Und dass ich als Kind diese Erfahrung möglichst oft gemacht habe, dass ich das dann auch als Erwachsener weitermache. Das ist ein Gefühl für die Handhabbarkeit des eigenen Lebens und der Welt und meiner direkten Umgebung. Und dann ist ganz wichtig, ich muss die Dinge sinnvoll finden. Je mehr ich mein Leben und die Dinge sinnvoll finde, die ich tue, desto gesünder bin ich meistens. Da gibt es also gute Forschung dazu, die das zeigt. Und insgesamt fasst man das unter dem Begriff der Resilienz zusammen. Und für Kinder ist wichtig, dass sie mindestens einen Erwachsenen haben, so egal wie kompliziert vielleicht die familiären Verhältnisse auch sein mögen, mindestens einen Erwachsenen, der ihnen sozusagen dabei beisteht und immer so ein bisschen neben ihnen hergeht und sie dahin führt, dass sie also ein Stück weit das mitbekommen. Damit veranlagt man lange Gesundheit. Und das ist eine Voraussetzung für ein mündiges, selbstbestimmtes Leben, übrigens auch mit Medien, ne? Also, dass man sozusagen dieses Gefühl möglichst hat. Kennen Sie den kürzesten Text, die kürzeste Zusammenfassung dessen, was Salutogenese ist? Das ist ein Ritualtext. Kennt jemand von Ihnen die Kinderhandlung die Kinderhandlung in der Christengemeinschaft oder manchmal auch in Schulen? Ja? Da kommt in der Mitte kommt so ein Satz vor. Wir leben, um die Welt zu verstehen. Wir leben, um in der Welt zu arbeiten. Die Liebe der Menschen zueinander belebt alle Menschenarbeit. Und Christus ist der Lehrer der Menschenliebe. Ich finde, kürzer kann man es nicht sagen. Ja, gehen wir einen Schritt weiter, der pädagogische Raum. Was ist damit, was könnte damit eigentlich gemeint sein? Es hat ein bisschen was mit Selbstlosigkeit zu tun, wenn wir dafür sorgen möchten, dass die Kinder sozusagen lernen, ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Und das beste Vorbild ist das, was Sie hier sehen. Der Raum, in dem ein Ungeborenes sich entwickelt und aufwächst. Zum Ungeborenen gehören auch dazu dessen Fruchthüllen. Das, was hinterher zur Plazenta wird und zum Amnion und so weiter. Das sind übrigens Bestandteile des ungeborenen Kindes selber. Kindliches Gewebe. Und bevor sich der kleine Körper entwickelt, wo sich die ganzen Funktionen differenzieren, entwickelt sich am Anfang der Schwangerschaft vor allem erstmal zentrifugal die Plazenta und alles, was da dazugehört. Und übernimmt alle Funktionen, die später vom Körper in differenzierter Weise übernommen werden, nachdem sich diese Organstrukturen da gebildet haben, übernimmt die Plazenta das schon mal funktionell im Ganzen. Die Plazenta drängt ein Stück weit die Eigenprozesse im mütterlichen Organismus zurück, beeinflusst auch den mütterlichen Organismus in einer Weise, dass die Schwangerschaft gehalten wird. Ein hochkomplexer Vorgang, immunologischer Art, hormoneller Art. Und ich meine, ich bin ja jetzt hier der Unbeteiligte, gehöre zum unbeteiligten Teil der Menschheit, kann also eigentlich nicht mitreden, aber ich denke, jeder, der von Ihnen schon mal schwanger war, wird wahrscheinlich auch ein bisschen erleben, dass, die eigene Geschwindigkeit im eigenen Leben ein bisschen langsamer wird. Also man kann so die Eigenimpulse nicht mehr ganz so gut verfolgen, wie wenn man nicht schwanger ist. Und deswegen ist das so, dass wir in der Gesellschaft da auch viele
Räume bieten, also im Sinne von Mutterschutzgesetzen und so weiter, dass das eben ermöglicht wird, dass wir diese Geschwindigkeit, die wir im heutigen modernen Leben haben, dass man die vielleicht ein bisschen zurücknehmen kann und ein bisschen mehr auf sich achten kann selber, im Interesse der Ungeborenen, damit die gesund und möglichst stressfrei groß werden. Interessant ist jetzt Folgendes. Am Anfang ist die Plazenta wichtig und am Ende ist die Plazenta dasjenige Organ, was immer unwichtiger wird. Und wenn es unwichtig genug geworden ist, dass der Organismus selber leben kann, dann wird das Kind geboren. Und die Plazenta ist die Nachgeburt, die man nach dem Abnabeln eigentlich kaum noch beachtet. Jetzt ist das Ungeborene autark, nicht mehr die Plazenta. Also erst kommt die Hülle, in der entwickelt sich das Ungeborene sozusagen von selbst und dann wird es geboren und tritt ins Leben. Wir haben in der Anthroposophie ein Motto, wenn es um Kindeserziehung geht, das heißt in Ehrfurcht empfangen, in Liebe erziehen und in die Freiheit entlassen. Das zeigt sich schon hier. Und wenn jetzt das Kind geboren ist, dann ist es plötzlich in einer ganz anderen Welt, Art und Weise der Welt sozusagen ausgesetzt. Es ist abgenabelt. Plötzlich spürt es Schwerkraft. Vorher schwamm es in einem schwerelosen Raum. Und jetzt ist die Schwerkraft der ständige Begleiter. Ja, auch Sie, wenn Sie jetzt mal genau in sich hineinfühlen, merken, dass Sie irgendwie auf dem Stuhl sitzen, dass die Füße Kontakt zum Boden haben. Man nimmt es ja gar nicht mehr so wahr, weil man ist daran gewöhnt. Ja, aber so ist es. Ständig Schwerkraft. Differenzierung in unten und oben. Es hat Tastempfindungen, es fühlt Wärme und Kälte. Die Nahrung kommt nicht mehr so per Infusion, kontinuierlich und ständig, bedarfsgerecht. Sondern jetzt gibt es einen Rhythmus. Ja, man muss sich selber darum kümmern, man muss sie selber verdauen. Es wird Hunger gespürt, Sattheit, vielleicht mehr wie Sattheit. Es geht nicht mehr von selber. Ja, und ich als Kinder- und Jugendarzt sehe ja meistens die Kinder zuerst bei der U3 mit ungefähr 4 Wochen. Und das ist so ein Kind, was vielleicht 4 Wochen alt ist. Und dann ist eine der wesentlichen Untersuchungen, die ich mache, ob dieses Kind mich verfolgt, wenn ich mit meinem Kopf, also ich habe das hier so auf der Liege liegen, und dann gucke ich so mit meinem Kopf einmal nach da, einmal nach da. Und mich interessiert, ob ich mit den Augen verfolgt werde. Das geht noch nicht fest, also noch nicht so richtig so. Ja? Aber so ein bisschen so vage verfolgen die Kinder auch in dem Alter schon hin und her. Und zwar ganz besonders, wenn sie in ungefähr dem Abstand ein Gesicht sehen. Das ist das, was sie am allermeisten interessiert. Der Abstand ist deswegen wichtig, weil bevor die Augen richtig akkommodieren können und in die Ferne gucken können, ist dieser Abstand sozusagen der Bereich für das schärfste Sehen eines Neugeborenen. Und dann sieht man, wie die Neugeborenen so ja, quasi fast wie meditativ gucken. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie wir hier eben diesen Hund da entdeckt haben. Ja? Fühlt man quasi, wie sie eigentlich ständig irgendwie dabei sind zu erkennen und zu strukturieren, was sie da so sehen. Und dann wird man manchmal von den Eltern gefragt, Herr Doktor, was sieht denn mein Kind schon? Und dann kann man sozusagen im Ansatz so ein bisschen diese Übung machen. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie sehen ja immer alles als etwas. Und jetzt stellen Sie sich mal dieses als etwas vor, dass das mal weg ist. Gucken Sie mal so in die Welt hinein, als gäbe es kein als etwas. Als könnten Sie das gar nicht benennen. Sie wissen nicht, was vorne und hinten ist. Sie wissen nicht, wo was ist. Sie haben diese ganzen Erfahrungen alle noch nicht gemacht. Sie sehen die Welt ganz unverbraucht und frisch zum ersten Mal und lernen sie erst noch kennen. Umgeben Sie also Ihr Kind mit etwas Schönem, mit etwas Echtem, am allerliebsten mit Ihrem eigenen Gesicht, was am allerbesten noch lächelt. Und irgendwann so mit 2, 3 Monaten fangen ja die Kinder dann auch an zu lächeln. Und dann merkt man so richtig, wie einem das Herz aufgeht. Ja? Also Babylächeln, das ist einfach herrlich. Und gehen Sie mal davon aus, Ihrem Kind geht es genauso.
Ja, wenn es angelächelt wird, geht ihm das Herz auf. Und ich glaube, dann ist schon ganz viel für die Achtsamkeit getan, wenn man sozusagen mit kleinen Kindern umgeht. Manchmal muss man im Nebensatz dann erwähnen, naja, wenn Sie jetzt sozusagen nicht auf das Lächeln oder auf das Kind direkt eingehen, sondern vielleicht nebendran sozusagen das Smartphone checken und an dem Kind vorbeigucken, könnte es sein, dass Ihr Kind irritiert ist. Ja? Es gibt ja so diese Still-Face-Versuche, und das wäre dann kein Still-Face-Versuch, also wo man sozusagen nur mit erstarrter Miene dem Kind gegenübertritt. Das irritiert Kinder ungeheuer. Das ist manchmal bei depressiven Erwachsenen so, ja, also dass sie gar nicht so richtig kein Mienenspiel haben, nicht so lebendig sind. Sind Kinder total irritiert und fangen dann an und schreien irgendwann. Und wenn man aber jetzt sozusagen immer knapp nebenher guckt, irritiert das wahrscheinlich noch mehr. Ja, in der Vorschulzeit geht es um Leitbildung. Wir haben mal im letzten Jahr Empfehlungen gemacht, achtsame, pädiatrische Empfehlungen zum achtsamen Gebrauch von Bildschirmmedien. Kann man im Internet finden. Da ist ein Kapitel, da geht es darum, Vorfahrt für die Wirklichkeit, weil da bildet sich der Leib am allerbesten. Und ich muss jetzt ein bisschen beschleunigen. Ich merke, die Zeit, die geht ja wie immer schneller weg, wie man glaubt. Also insofern haben wir hier die sensorische Integration, um die es geht. Und jetzt haben wir ja Sinneswahrnehmungen oder Sinnesmodalitäten, die ich gerade schon angesprochen habe. Das ist der Tastsinn am Anfang. Das ist der Lebenssinn, Bewegungssinn und Gleichgewichtssinn. Das sind so die körpernahen Sinne. Die müssen wir erstmal kennenlernen und wir müssen uns in der Ausbildung dieser Sinne so in die Welt stellen, dass wir sozusagen Bestandteil der Welt sind. Die Sinne, die werden immer mehr unbewusst, wenn wir uns dessen nicht bewusst werden. Aber wichtig ist, dass wir sie haben und dass sie gut ausgebildet sind. Was erfahren wir denn mit dem Tastsinn? Zunächst mal eigene Grenze. Ja, also wo hört unser Körper auf, wo fängt die Welt an? Wir erfahren damit Identität mit unserem Körper, Individualität auch. Ja, der Tastsinn ist dafür ganz wichtig. Letztlich aber auch Begegnung und Sozialfähigkeit. Ja, es gibt ja Kinder, die begrüßen andere Kinder irgendwie so ein bisschen ungestüm. Und irgendwann im Verlauf ihres Lebens lernen sie dann eben auch Distanz zu halten. Also Nähe und Distanz hat auch was mit Tastsinn zu tun. Wie näher ich mich einem anderen Menschen? Wir haben den Lebenssinn. Das ist eigentlich der Sinn, der sagt uns, wie fühlen wir uns gerade? Sind wir hungrig? Sind wir satt? Sind wir müde? Sind wir wach? Wie geht es uns da? Und jetzt ist es ja bei Neugeborenen so, dass die fühlen vielleicht zunächst mal, mir geht's gut oder mir geht's nicht gut. Und wenn es ihnen nicht gut geht, dann weinen sie. Klar, weil das macht ja Stress. Sie wissen vielleicht noch nicht ganz genau, ob sie jetzt Hunger haben oder ob sie müde sind oder was auch immer. Und deswegen ist das auch für Eltern so schwer zu erkennen. Und dann gibt es Eltern, wenn man die fragt, ja, wenn ihr Kind weint, was glauben Sie denn, warum weinst du? Naja, es hat immer Hunger. Da guckt man so die Gewichtsentwicklung auf der Perzentilenkurve an, ne? Und dann muss man manchmal erklären, naja, es könnte ja auch sein, dass es manchmal ein bisschen was über den Durst trinkt, weil Stillen ja nicht nur Satten heißt, ja, das heißt ja auch Stillen irgendwie. Und dass es eigentlich aber müde ist und sich mit dem Stillen beruhigt. Kann ja sein, ja, kennen wir ja auch, machen wir ja auch manchmal. Und dann kann es aber sein, dass es dann zu Bauchweh kommt, nicht, weil einfach der Bauch zu voll ist und dann spucken die Kinder. Und Sie kennen vielleicht den Spruch, Speikind, Gedeihkind, ja, muss man umdrehen, Gedeihkind, Speikind, dann wird ein Schuh draus. Verstehen Sie? Das Spucken, das ist sozusagen wie Regulation für die Kinder dann. Also das sind so Dinge, die muss man lernen, gut zu balancieren. Nicht? Und wir haben Hunger, Heißhunger, Hunger, angenehme Sättigung, dann aber auch Völlegefühl und Übelkeit auf dem Weg von gar nichts essen bis viel zu viel essen. Und beide Extreme sind ein schlechtes Lebensgefühl und in der Mitte ist das Lebensgefühl gut. Und diese Mitte lernen wir nur kennen, wenn wir ab und zu auch mal Hunger haben und dann wieder zu satt sind. Dann wissen wir, okay, da pendelt sich's ein. Oder wenn wir mal müde sind und dann richtig angenehm schlafen können und dann erfrischt morgens wieder aufwachen und so weiter und so fort. Also der Lebenssinn gibt uns Heimat im eigenen Körper, ein Gefühl für das richtige Maß. Er zeigt uns auch, wie leistungsfähig wir sind.
Und wenn wir nicht sozusagen von der Komfortzone abweichen ab und zu, dann werden wir nie unsere Leistungsfähigkeit erfahren. Also es geht um Rhythmus dabei. Und es geht um Selbsteinschätzung. Ja, dann haben wir den Bewegungssinn. Auch im Dunkeln, ohne dass wir uns im Spiegel angucken, können wir eigentlich, wenn wir einen gut ausgebildeten Bewegungssinn haben, jederzeit feststellen, wie wir uns bewegen. Eurythmie zum Beispiel wird ja nicht in einer Spiegelwand gelehrt, wo man sozusagen von außen guckt, ja, wie sieht das jetzt aus, was ich mache. Sondern es geht darum, dass man das innerlich fühlt, wie es ist. Also im Unterschied zu den meisten anderen Tanzlehrräumen ist der Eurythmieraum ohne Spiegelwand. Das hat damit zu tun. Wir lernen Geschicklichkeit, indem wir uns im Handwerks- und Handarbeitsunterricht so bewegen lernen, dass wir der Welt gerecht werden dabei und dem Widerstand der Welt. Auch im Sport ist das so. Wir lernen mit unserem Bewegungssinn eben auch Empathie. Das ist die ganze nonverbale Kommunikation, die Gestik. Wie gehen wir da miteinander um? Und wir lernen Gestaltungsfähigkeit. Also das heißt, wenn wir Theater spielen, wenn wir Musik machen, auch wenn wir uns irgendwie künstlerisch betätigen, geht das immer nur über gute Bewegung. Ja? Wir haben den Gleichgewichtssinn. Ja, jetzt stehen Sie mal auf. Ich merke, die Ersten, die sind so ein bisschen, dass sie gähnen. Jetzt stehen Sie mal auf gerade. So. Ja. Und jetzt ist es ja eigentlich mal ein Wunder, dass wir eigentlich nicht umfallen, ne? Wenn wir so auf zwei Füßen stehen. Also das ist ein labiles Gleichgewicht, welches wir eigentlich immer ein bisschen ausbalancieren müssen mit eigener innerer Aktivität. Das machen wir ständig unbewusst. Und um das jetzt mal ein bisschen zu verschärfen, stellen Sie sich mal auf ein Bein. So, dann merken Sie es richtig. Ja? Okay. Wenn Sie es jetzt noch weiter verschärfen wollen, dann gehen Sie mal ein bisschen in die Knie. Und gehen Sie mal hoch. Und wenn Sie es fast unmöglich machen wollen, also das können jetzt nur ganz Fortgeschrittene, dann machen Sie mal die Augen zu. Okay? Gut. Setzen Sie sich wieder. Wir haben jetzt verschiedene Organe des Gleichgewichtssinns. Das eine, das ist, wie wir, also die visuelle Kontrolle, das ist ein Teil davon, was dazu beiträgt. Wir haben im Innenohr unser Gleichgewichtssinn, der sozusagen zeigt, wie der Kopf steht, der auch ein Teil des Bewegungssinnes ist. Und wir haben sozusagen die ständige Rückkontrolle über unsere Muskelaktivität. Also das heißt, der Sinn kann man zwar als eine Modalität bezeichnen, aber er hat ganz viele Organe, die also dazu beitragen, dass das funktioniert. Und man kann jetzt so mit verschiedenen Versuchen eben herausfinden, welches Organ jetzt am meisten zum Gleichgewichtssinn in welcher Bedingung beiträgt. Ja? Wichtig ist, alle diese körpernahen Sinne erleben wir in eigener Aktivität, eigener Aktion. Sonst lernen wir sie nicht kennen. Wir müssen aktiv sein. Sonst lernen wir sie nicht kennen. Das ist ganz wichtig. Und so verankern wir uns in unserem eigenen Körper und mit dem eigenen Körper in der uns umgebenden Wirklichkeit. Jetzt, was ist Fernsehen an der Stelle? Man sagt ja auch Glotzen, nicht? So im Umgangssprachlichen. Das allererste ist, dass sich die Bilder bewegen und nicht der Mensch. Nicht? Wenn ich jetzt hier bin, ist das Bild, was ich vor Augen habe, ruhend. Mache ich einen Schritt, bewegt sich das Bild, aber immer nur im Zusammenhang mit dem Schritt, den ich mache. Beim Fernsehen ist das was anderes. Da bewegt sich das Bild, ohne dass ich mich bewege. Allein daran kann man schon sehen, es ist so etwas wie sensorische Desintegration, was da stattfindet. Und das kann man jetzt in ganz vielen weiteren Ausführungen vertiefen, das Thema. Eine Sache ist zum Beispiel, wenn ich spreche und Sie mich anschauen, dann sehen Sie, wie ich meine Lippen bewege und ohne Latenz kommt das bei Ihnen an, von derselben Stelle,
wo Sie mich sprechen hören. Schon wenn ich jetzt ein Mikrofon hätte und der Lautsprecher wäre da und da, wäre der ganze gesamtsensorische Eindruck ein Matsch. Ja? Achten Sie mal drauf, wenn gesprochen wird mit Mikrofonen. Latenz, ein bisschen zeitliche kleine Verzögerung. Und das hängt damit zusammen, dass Sie ja auch räumlich hören. Sie haben nämlich zwei Ohren und dann können Sie sehr genau lokalisieren, wo der Schall herkommt, wenn beide Ohren gehen. Und das passt mit den Lautsprechern nicht mehr. Und beim Fernsehen ist genauso. Sie haben Lippen, die bewegen sich, dann gibt es den Lautsprecher von da und da. Das ist nicht dieselbe Stelle. Und dann ist es häufig noch so, dann sind ja Filme synchronisiert, das heißt, die Lippen, die bewegen sich nicht so wie die Sprache, die da kommt. Ja? Also, Regel Nummer 1, ganz kleine Kinder, bevor sie sprechen lernen, lernen es nicht vom Fernsehen. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist ein Grund dazu. Deswegen, neben der sensomotorischen Integration wäre hier die nächste Stufe, wäre, man muss, damit die Kinder mit den Medien gut umgehen lernen, ihnen zunächst mal beibringen, dass sie kommunikationsfähig sind, also sprechen lernen, zuhören lernen, hinhören lernen, diese Dinge. Ja, verbal und nonverbal, beides. Das überspringe ich mal. Das ist jetzt der McGurk-Effekt. Können Sie mal googeln im Internet. Ich habe hier so eine Seite, das ist der YouTube-Film, wo es am besten erklärt ist. Der Sprecher, der macht entweder ba, ba oder ga, ga. Der Laut, der kommt, ist immer derselbe. Und Sie hören entweder ba oder ga, je nachdem, was Sie an den Lippen sehen. Das ist interessant. Das heißt, man lernt sprechen nicht nur durch Hören. Nein, das Hören muss im Zusammenhang stattfinden mit dem, was Sie sehen, mit der ganzen Welt, mit der Situation. Ja. Wir gehen weiter. Wir haben die erste Schulzeit, Grundschule. Ja, also da haben wir es ein bisschen schwer getan. Hier, da stehen jetzt so Empfehlungen. Begleiten Sie erste Filmerfahrungen Ihres Kindes. Also wir empfehlen ja im Kindergartenalter oder bei unter Dreijährigen sowieso schon mal gar nicht. Eigentlich keine Bildschirmmedien, gar nichts. Ja? Aber wenn es denn kommt, dann ist ganz wichtig, dass man es begleitet, dass man irgendwie das unterbrechbar macht, dass Rückfragen erlaubt sind, dass man als Erwachsener eben damit in Kommunikation tritt. Und auch wenn man dann später überlegt, ab wann ist denn das erste Handy und der erste Internetzugang sinnvoll, haben wir jetzt hier, also hatten wir lange darüber diskutiert, ob wir da jetzt Altersgrenzen hinschreiben, aber die passen eigentlich immer irgendwie nicht so richtig auf jeden im Allgemeinen. Deswegen haben wir da so Gemeinheiten reingeschrieben wie, also halten Sie Altersbeschränkungen ein und dann kommt, ja, ein bisschen weiter unten kommt dann noch beim Internet für die Jugendlichen, sprechen Sie, bevor Sie einen ersten Internetzugang ermöglichen, über so Sachen wie Datenschutz, über Sachen wie Pornografie, über Sachen wie und so weiter, also alle möglichen Dinge, die da wichtig sind. Gucken Sie sich auch mal die Geschäftsbedingungen an, die AGBs mit den Kindern zusammen und ja, dann ist man schon beschäftigt und merkt eigentlich, zu früh sollte man das nicht tun, weil dann verstehen es die Kinder nicht. Ja. Aber jetzt, was ist denn wichtig, damit Kinder medienkompetent werden? Wir hatten das hier gerade schon beim Schreiben, die Schrift. Ne? Also Lesen und Schreiben lernen ist nach wie vor eine gute Sache. Das nimmt zwar ab in der Bedeutung, weil wir eben irgendwie alles über Filme gucken können, aber wenn wir etwas lesen, sind wir sehr viel eigenaktiver, wie wenn wir einen Film gucken. Wir machen uns innere Bilder. Beim Film ist es so, da gibt es eine Traumfabrik in Hollywood, die produziert Bilder und transplantiert die in unsere Seele. Kann man mal so sagen. Ja, und dann müssen wir mit diesen Transplantaten müssen wir leben. Das sind nicht die eigenen Bilder. Und wenn Sie erst ein Buch gelesen haben und hinterher sehen Sie eine Verfilmung, kann man so machen. Aber manchmal ist man von der Verfilmung etwas enttäuscht. Wenn Sie erst den Film gucken und dann das Buch lesen, dann werden Sie das Buch wahrscheinlich nicht mehr so spannend finden. Und vor allem werden Sie die Bilder nicht los. Ja, die sind vorgeformt und es sind nicht mehr Ihre eigenen. Ja. Was braucht man, um medienkompetent zu sein? Ich finde dieses Werbebild genial. Was sehen Sie da? Eine große, altehrfürchtige Bibliothek. Und da steht irgendwie eine virtuelle Tür da drin.
tritt ein Mensch heraus, der kommt interessanterweise aus einem virtuellen Zimmer, nicht? Das ist ja nicht echt dahinter, ja? Merkwürdige Vertauschung der Realität, dessen, was da gemeint ist eigentlich. Gemeint ist nämlich, ich muss irgendwie eine Tür aufmachen in eine virtuelle Welt, die ist hier als echt dargestellt. Und dann habe ich sozusagen bei mir zu Hause im Wohnzimmer die ganze Bibliothek on the fingertips da, indem ich die Suchmaschine anwerfe und dann alles finde, was ich brauche. Ist doch toll. Wir müssen gar nicht mehr auf Vorrat lernen, wir müssen gar nicht mehr das Bücherregal zu Hause stehen haben. Wir können alles googeln. Wissenszugriff ersetzt Wissen. Ja, das ist so die Idee, die dahinter steht. Frage ist, ob das so stimmt. Denn was muss ich eigentlich können? Gucken wir mal diesen Menschen da an. Also der guckt da so völlig erstaunt. Aber man sieht auch im Hintergrund in seinem Zimmer, da ist gar kein Buch. Wird der jetzt in dieser Bibliothek sich zurechtfinden und sozusagen eine Frage haben, wo er denn mit der gebotenen Frustrationstoleranz so lange sucht, bis er das Richtige gefunden hat, was ihm seine Frage, die er vielleicht hat, beantwortet? Der Gesichtsausdruck, da würde ich meinen, nee, wahrscheinlich eher nicht. Ja, sondern er wird da irgendwie drin rumirren, mal hier ins Bücherregal greifen, mal dort ins Bücherregal greifen und wahrscheinlich irgendwann wieder rausgehen und ja, hat da nicht so richtig den Zugriff zu. Das ist das, was wir brauchen natürlich. Wir brauchen technische Kompetenzen, das ist klar. Ja, wir müssen irgendwie diese Tür aufkriegen. Wir müssen unseren Computer einstöpseln können. Ein kleiner Teil von Medienkompetenz. Ja. Wir brauchen aber auch ein Medialitätsbewusstsein. Wir brauchen Allgemeinbildung, sonst finden wir uns nicht zurecht. Wir wissen nicht, an welches Regal wir gehen müssen. Wir wissen nicht, welchen Suchbegriff wir eingeben müssen und welche Quelle eine gute Quelle ist und welche Quelle nicht. Das geht nur mit Allgemeinbildung. Krass erlebt man das immer, wenn Patienten mit Morbus Google vor einem sitzen. Ja? Wissen, was Morbus Google ist? Also, ein Patient hat Kopfschmerzen, eine Stunde Zeit und eine Suchmaschine, wo er Kopfschmerzen eingibt. Und dann guckt man im Browserverlauf nach, wo er landet. Wo landet er? Was meinen Sie? Beim Hirntumor, genau. Zwangsläufig. Und das muss man dann am nächsten Morgen erklären, ja, wenn er dann völlig verängstigt vor einem sitzt und sich fragt, ob er jetzt einen Hirntumor hat, weil er einmal im Monat Kopfweh hat. Ja? Und so weiter. Man kann zig Beispiele nehmen. Machen Sie mal Spaß. Geben Sie mal Masern ein bei Google. Und dann klicken Sie auf Bilder, Bildersuche. Sie werden ein Drittel Windpockenbilder finden. Das müssen Sie trennen. Und das gelingt nicht mal immer einem medizinischen Fachzeitschriftsredakteur, der also irgendwie über die Masernwelle überrollt Deutschland schreibt, nicht? Und dann in einer ärztlichen Fachzeitschrift diesen Artikel mit einem Windpockenbild garniert. Ja? Man könnte schreien. Ja? Also, jetzt habe ich einen ganz kurzen Ausflug. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, ich mache es ganz kurz. Ich denke, die Quelle haben Sie hier vor sich sitzen. Herr Hübner hat das gemacht. Ich tue es nur ganz kurz einmal anreißen und wirklich da jetzt ganz schnell da durchgehen. Der Medienbegriff selber. Ganz wichtig ist, dass wir wissen, Medien, Daten, Information selber ist nicht Wissen, sondern der Mensch muss damit erstmal was machen. Es gibt verschiedene Medienformen, das ist Schrift, Ton, Bild, Film, alles Mögliche. Nicht erst seit der Digitalisierung, das gibt es schon immer. Und wir haben Daten, materialisierte Daten, die auf Medienträgern sind. Das ist ein Buch, Tonband, Film, PC, Internet. Ja? Da kann ich in allen Datenträgern kann ich mit Bildern arbeiten, mit Filmen arbeiten, mit Schrift arbeiten und so weiter. Das muss man trennen, phänomenologisch. Ich habe Medien, die etwas präsentieren. Man kann den Medienbegriff ausdehnen auf Bereiche, wo wir kommunizieren. Briefe, Telefon, Skypen. Web 1.0, Web 2.0, ja, das ist ein kommunikatives Netz, ein präsentierendes Netz. Und jetzt mit der Digitalisierung gibt es noch was Drittes, das ist die Simulation. Das lassen sich vom Herr Hübner erklären. Ich lasse das mal aus hier, aber das ist das, was spezifisch durch die Digitalisierung dazukommt. Und nur ein Wort, wenn Google die Suchmaschine zu einer Antwortmaschine machen will, wo jeder aus seiner Perspektive ganz oben die für ihn passendste Version hat, die Antwort auf seine Frage, dann geht das nur, wenn Google unsere Perspektive kennt, aus der wir die Frage stellen.
Und unsere Perspektive kriegt Google nur dann mit, wenn Google ganz viel über uns weiß, wo wir stehen, was wir denken, wonach wir bisher gesucht haben. Und die Suchmaschine zu einer Antwortmaschine zu machen, das ist der Plan von Google. Da gab es so ein Summit vor 2 Jahren, also so ein Digital-Summit. Ja, da wurde das ganz offiziell in den Vorträgen erklärt von Google-Mitarbeitern. Wenn man sich zu Medien etwas kritisch äußert, heißt man, ja, das hatten wir da sowieso schon wieder. Nicht? Und die Ärzte, das sind immer die Spaßverderber, ja, die haben vor 300 Jahren schon gewarnt, als die Eisenbahn erfunden wurde, dass die Menschen nehmen Schaden. Die halten die 30-Stunden-Kilometer im Schienennetz überhaupt nicht aus. Ja, das war das Alter, wo Kraftmaschinen erfunden wurden, die für Mobilität sorgten, uns das abgenommen haben und die uns körperliche Arbeit abnehmen. Die haben uns befreit, die Menschen. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Aber, kann ich sagen, ja, stimmt, ist so. Aber was haben wir heute als dritthäufigstes Problem in der WHO? Dritthäufigste Ursache für Krankheit ist Bewegungsmangel. Ohne Kraftmaschinen gäbe es keinen Bewegungsmangel. Das heißt, die Frage ist nicht nur, wovon befreien uns die, sondern auch, wofür? Dass man Sport macht, mal abgesehen von den antiken Griechen, ja, die also zu den Olympischen Spielen gefahren sind und irgendwie eine Kunstveranstaltung daraus gemacht haben eigentlich, das ist eine relativ neue Erfindung, Turnvater Jahn. Ja? Nicht? Oder dass man beim Segeln Regatten austrägt, da war das mit den Segelbooten schon fast vorbei, die man also zum Arbeiten benutzt hat. Also, Ausgleich Sport, ganz wichtig heute. Und da ist jetzt eine Sache wichtig. Sport, das machen die Menschen, die sozusagen selber etwas Gutes für sich tun wollen und aktiv werden. Das machen nicht alle. Und deswegen sind die ganzen Folgen von Bewegungsmangel vor allem in gesellschaftlichen Schichten unterschiedlich verteilt. Vor jetzt 100 Jahren, da gab es die Ton- und Bildmaschinen. Das ist aber in den Gesellschaftsschichten heute nicht das Thema. Die meisten, die arbeiten nicht körperlich mehr. Müssen sie nicht. Die machen. Also das ist schon richtig, das stimmt natürlich auf eine gewisse Art. Wo man das muss, ist das, also der Bauarbeiter, der hat da nicht so das Problem. Das ist richtig. Ja? Aber wenn man jetzt an Kinder und Jugendliche denkt, die in entsprechenden Familien aufwachsen, wo dieses Bewusstsein dafür nicht da ist, dass das wichtig ist und die so eher den bequemeren Weg gehen, da haben wir die Adipositas. Das ist nach Schulform unterschiedlich. Fettsucht. Ja? Und das Bewegungsmangel ist ein Thema davon. Das andere ist natürlich Ernährung, die kurzfristig und schnell mal eben Spaß macht, aber langfristig nicht gut ist. Also Süßigkeiten, ja? Cola und so weiter. Ja. Also, Ton- und Bildmaschinen. Früher musste man immer, wenn man Musik hören wollte, musste jemand anders da sein, der Musik gemacht hat. Heute macht er einmal Musik, macht eine Aufnahme davon, hat eine Konserve und wir haben so viel Musik in unserem Leben wie noch nie und so wenig Musiker wie noch nie, die Live-Auftritte machen. Ja, das ist immer ein besonders teures, gutes Event, wo man dann hingeht und auch nur die Bildungsbürgerschaft im Wesentlichen. Ja, also das hat sich verändert. Und auch da gilt, man kann Kunst passiv konsumieren, das geht mit Medien sehr gut. Aber je aktiver man daran teilnimmt, desto besser ist das. Und wenn man guckt, ist es ähnlich im Denken jetzt neuerdings. Der Computer nimmt uns, ich würde sagen, nicht das Denken ab, aber er automatisiert bestimmte Aspekte des Denkens und vor allem das Erinnern. Indem er uns das, was wir bisher immer erinnert haben, immer widerspiegeln kann. Kann man lange drüber nachdenken. Ich glaube, was da der Ausgleich sein wird, das ist vermehrt Kontemplation. Es wird irgendwann Brain-Building-Studios geben. Nicht so wie in den Bodybuilding-Studios die Kraftmaschinen für die Eigenaktivität stehen, ironischerweise, ja, wird es irgendwann Brain-Building-Studios geben. Ja. Und das ist das, was für Jugendliche wichtig ist, dass sie eigenständig Urteile bilden können, dass sie nicht in den Fake News der Netze verloren gehen. Ja? Und da
muss man jetzt einmal überlegen. Also wir haben das mit dem Begriff und dem Urteil haben wir vorhin geübt. Es gibt einen dritten Aspekt im Denken, das ist die Logik. Logik bedeutet, dass wir das Denken inhaltsleer machen und nur die formalen Abläufe sozusagen für uns erfassen und lernen. Und die können wir dann auch in Schaltkreisen automatisieren und an den Computer abgeben. Das ist ein Algorithmus und das ist das, was ein Computer letztlich kann. In unglaublich unschlagbarer Geschwindigkeit, mit unglaublich vielen Daten und Verästelungen unterdessen. Und ich würde mal sagen, das sieht so aus wie Denken vielleicht, was er macht. Aber es ist letztlich immer etwas, was irgendwie aus der Vergangenheit hergeleitet wird. Es kommt nichts Neues dazu. Denken Sie mal darüber nach. Und die anderen Aspekte, ich glaube, ein Computer kann sie mehr oder weniger gekonnt simulieren, aber ich glaube nicht in echt durchführen, so wie wir das machen. Und insofern bin ich nicht so sehr davon überzeugt, dass der Computer irgendwann so lernt zu denken wie ein Mensch. Ich glaube aber, dass je mehr der Mensch mit Computern zu tun hat, desto mehr passt sich das menschliche Denken an den Computer an. Wir denken über uns selber, als seien wir eine Maschine. Und wenn man heute neurobiologisch unterwegs ist, dann findet man sehr viel Maschinenmetaphern, die sozusagen das Gehirn erklären, die aber immer irgendwie hinken. Achten Sie darauf. Insofern ist der Computer etwas, der, wenn man ihn mit den Kraftmaschinen zusammenbringt, sodass die Kraftmaschinen selber intelligent werden und flexibler handeln können und Rückkopplungsschleifen haben und Sensoren und so weiter, dann werden sie zum Roboter. Der Roboter wird irgendwann so menschenähnlich werden, dass er uns gegenübertritt und uns fragt, ja, was bist du eigentlich als Mensch? Bist du auch eine Maschine? Und wenn ja, eine bessere als ich? So. Und dieser Frage muss man sich stellen. Das wird die nachfolgende Generation zu bewältigen haben. Wenn der Computer zusammengeht mit den Filmaufnahmen, Schallplattenaufnahmen, Kassettenrekorder und so weiter, dann entsteht etwas, was im Internet sozusagen zur virtuellen Welt wird, zur virtuellen Erlebniswelt, die sehr stark das, was ich sozusagen von mir aus tue, ansaugt. Dem müssen wir uns auch stellen. Da sollten wir nicht drinnen verloren gehen. Das müssen wir sozusagen lernen in Eigenaktivität. Und in dieser Eigenaktivität immer wieder erfahren haben. Und je besser wir das können, desto eher haben wir eine Standfestigkeit gegenüber diesem Sog, der da ist. Ja? Insofern glaube ich aus kinder- und jugendärztlicher Sicht, die Idee von der indirekten Medienpädagogik und der direkten Medienpädagogik ist eine gute Idee. Und da wäre zum Beispiel so ein Grundsatz gut, dass man immer zunächst das, was man versteht, am besten dann verstehen kann, wenn man es zunächst mal gemacht hat. Also, ich kann Filme umso besser verstehen, je mehr ich selber mal einen Film gemacht habe. Ist heute kein Kunststück, jeder hat seine Kamera in einer Hosentasche. Ne? Ab einem bestimmten Alter bin ich dafür, dass es nicht nur gemalt wird und vielleicht ein Hörspiel selber mal gemacht wird für die Großmama, sondern vielleicht auch ein kleiner Film, dass sich Kinder sowas überlegen. Also, je mehr das in die Oberstufe geht, desto wichtiger finde ich das. Oder, dass man auf Wikipedia nicht nur liest, sondern irgendwann auch mal da drin schreibt. Ich finde, jeder Oberstufenschüler mit Abitur sollte das irgendwo mal in einem kleinen Bereich gemacht haben. Nur dann versteht er, wie das funktioniert. Und erst dann ist das so, dass wir unsere Wahrnehmungsfähigkeiten für Medien wirklich gut ausbilden können und damit sozusagen auch die Medien wirklich kritisch reflektieren können. Was ist daran gut, was ist nicht so gut, wo helfen sie uns, wo nicht. Und wenn man das Ganze jetzt zusammennimmt, folgt dann ja auch die mündige Entscheidung, ja, wie viel Lebenszeit will ich eigentlich mit den Medien verbringen und wie viel Lebenszeit will ich so dem echten Leben widmen. Das ist wichtig, weil aus Jugendlichen ja irgendwann auch Eltern werden. Und für die Eltern wollen wir diese Einrichtung vielleicht dann doch nicht so haben. Wir kümmern uns um ihre Facebook- und WhatsApp-Freunde, wenn sie mit ihrem Kind spielen wollen. Ne? Ja. Vielleicht wollen wir es eher so machen wie Steve Jobs, der sozusagen für seine Kinder beschlossen hatte, nee, also Handy, Smartphone und Tablet, das ist nicht so die Sache.
erst nach der Pubertät. Ja? Vorher möglichst viel echtes Leben. Und so gibt es viele IT-Größen, die das mit ihren Kindern so handhaben. Und auch in der Praxis erlebe ich, dass die ITler, die sich sozusagen beruflich ständig mit dem Computer beschäftigen, die sind am allerkritischsten, weil sie irgendwie fühlen, dass man dafür eigentlich was anderes braucht, wenn man der IT gegenübertritt und die gestalten will. Da nützt es nicht, wenn man als kleines Kind die Software lernt, die sozusagen morgen veraltet ist. Ja? Deswegen, wann beginnen? Es gibt ja eine große gesellschaftliche Diskussion darum. Es hängt ab davon, wen man fragt. Wenn man jetzt Experten fragt, die mehr mit Kindern zu tun haben oder mit Sucht zu tun haben, es gibt ja auch die Diskussion um Mediensucht, das habe ich jetzt ausgelassen hier, dann empfehlen die eigentlich eher einen späteren relativen Einstieg. Fragt man Medienexperten, das ist im Diskurs eine relativ kleine Gruppe eigentlich, die aber sehr lautstark und in der Politik, weil sie sich als fortschrittlich darstellt, sehr gehört wird. Nicht? Und ein Politiker ist immer gerne da, wo vorne ist, ja? Oder wo er vermutet, dass vorne ist. Die empfehlen den Umgang mit Tablets schon im Kindergarten- und Grundschulalter und möchten gerne, dass Kinder irgendwie, also schon in dem Alter, ihren ersten eigenen Film drehen. Würde ich sagen, ja, die Idee ist gut, aber vielleicht ein bisschen später. Weil erstmal müssen die Kinder noch ganz viele andere Sachen lernen, die eigentlich noch wichtiger sind. Und da würde ich sagen, ist das erstens Zeitverschwendung und zweitens Geldverschwendung. Insofern der Zusammenschluss der Medienpädagogen unter dem Label keine Bildung ohne Medien, würde ich sagen, ja, ist falsch. Und zwar umso mehr, je kleiner die Kinder sind. Ich habe gerade gezeigt, dass Bildung ganz wesentlich etwas ist, was man allein in der eigenen Vorstellung machen kann. Und im wirklichen Leben. Und das größte Bilderbuch, was wir haben, das ist die Welt selber. Ja? Leider erlebt man manchmal sowas. Und da muss man sagen, ja, was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans auch nicht mehr. Ne? Ja. Insofern würde ich jetzt hier mit der letzten Folie schließen. Es gibt eine Petition, die sich dafür einsetzt, europaweit, dass Eltern ein Wahlrecht haben sollten in Kindergarten und Grundschule, wie es dort mit den Medien gehalten wird. Einige Kinder- und Jugendärzte haben die schon unterschrieben, andere Menschen steht das auch offen. Die läuft. Gucken Sie sich's mal an. Und dann würde ich jetzt mal die Diskussion eröffnen. Ja.